Hallo Leute, da ist wieder der Stefan von Outdoor Chiemgau, heute mit keinem ganz so schönen Thema. Es soll nämlich am Mittwoch ein Gesetz durchgedrückt werden, anders kann man es fast nicht sagen. Der Entwurf eines dritten Gesetzes zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite. Und dieses Gesetz hat es aber richtig in sich. Dazu schreibt zum Beispiel Weltdemokratiedämmerung. Im Eiltempo will die Koalition das dritte Bevölkerungsschutzgesetz beschließen. Es ist die Basis für künftige Corona-Freiheitsbeschränkungen. Durch das geplante Gesetz ist es ein Schlag ins Gesicht der parlamentarischen Demokratie, wie drei Punkte zeigen. Also es geht hier gegen unsere Demokratie. An diesem Mittwoch geht es im Bundestag ans Eingemachte. Die Regierungskoalition will das dritte Bevölkerungsschutzgesetz beschließen. Der Bundesrat wird noch am selben Tag per Sondersitzung eingeschaltet. Der Bundespräsident soll das Gesetz dann noch am gleichen Tag unterzeichnen. Dazu müssen wir wissen, dass die Politiker der anderen Parteien dieses ganze Entwurf erst letzten Donnerstag erhalten haben. Das heißt, die haben noch nicht mal eine Woche Zeit, um ein Gesetz zu beschließen, das ins Grundgesetz eingeht. Und das zeige ich euch jetzt einmal. Das ist, jetzt muss ich selber gucken, Seite 19. Einschränkung von Grundrechten. Durch Artikel 1, Nummer 16 und 17 werden die Grundrechte der Freiheit der Person, Artikel 2 Grundgesetz, der Versammlungsfreiheit, Artikel 8 Grundgesetz, der Freizügigkeit, Artikel 11 Grundgesetz und der Unverletzlichkeit der Wohnung, Artikel 13 Grundgesetz, eingeschränkt. Also es geht um unsere Rechte, die im Grundgesetz drinstehen. Die werden massiv eingeschränkt. Und wie? Das zeige ich euch jetzt. Wenn es klappt. Genau, Paragraf 28a. Besondere Schutzmaßnahmen zur Bekämpfung des bösen C. Sobald also, und das ist jetzt eigentlich der erste krasse Punkt, sobald also eine epidemische Lage von nationaler Tragweite durch den Deutschen Bundestag beschlossen wird, das haben wir momentan ganz brutal, Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen im privaten sowie im öffentlichen Raum. Das heißt, ein kompletter Lockdown, wir dürfen eigentlich nicht mehr raus, so wie es in Österreich gerade ist, die nur zu bestimmten Gründen überhaupt noch raus dürfen. Wir können auch die Gründe so machen, dass wir gar nicht mehr raus dürfen. Das ist alles, was ihr jetzt lest, ist so weit gefächert, dass man damit machen kann, was man eigentlich will. Abstandsgebot im öffentlichen Raum, kann man natürlich auch sagen, mindestens die 2 Meter, 1,50 Meter muss man Abstand halten. Das heißt, im Bus dürfen halt dann nur noch 5 Personen mitfahren. Mund-Nasen-Schutz. Untersagung oder Beschränkung des Betriebs von Einrichtungen, die der Kultur- und Freizeitgestaltung zuzurechnen sind. Also alle Sportparks, alles komplett kann man halt zumachen. Untersagung und Beschränkungen von Sportveranstaltungen, Schließen von Gemeinschaftseinrichtungen im Sinne § 33 in ähnlichen Einrichtungen. Also es ist Untersagung, Beschränkung von Übernachtungsangeboten, Hotels müssen zuschließen. Betriebs- und Gewerbeuntersagung oder Schließung von Einzel- oder Großhandel oder Beschränkungen und Auflagen für Betriebe, Gewerbe, Einzel- und Großhandel. Das heißt, die können jede Firma dicht machen. Jede einzelne Firma kann von den Behörden dicht gemacht werden. Alles. Ganz egal, was es ist. Untersagung oder Erteilung von Auflagen für das Abhalten von Veranstaltungen. Also hier geht es gegen das Demonstrationsgesetz, weil ich kann halt so hohe Auflagen dann setzen, weil es steht ja nicht drin, welche Auflagen. Das ist ja das, für unseren Spänchen ist das natürlich optimal. Der setzt irgendwelche Auflagen, die keiner mehr erfüllen kann, schon ist keine Demonstration mehr möglich. Ja, wunderbar. Untersagung von religiösen Zusammenkünften oder anderer Versammlungen. Verbot der Alkoholabgabe oder des Alkoholkonsums auf bestimmten öffentlichen Plätzen, okay, und zu bestimmten Zeiten. Das heißt, ich als Politiker sage, von 12 Uhr mittags bis am nächsten Tag von 23.59 Uhr und 59 Sekunden ist Alkoholverbot. Könnt ihr damit machen. Damit haben wir faktisch wieder Alkoholverbot, wie es in Amerika mal in die 20er Jahre der Fall war. Also Untersagung oder Beschränkung des Betriebs von gastronomischen Einrichtungen. Also das haben wir ja gerade momentan und könnte ja dann sogar noch sein, dass ich nicht einmal noch was zum Essen holen kann.
Anordnung der Verarbeitung der Kontaktdaten von Kunden, Gästen und Veranstaltungsteilnehmern, um auch Auftreten eines Infektionsfalls mögliche Infektionsketten nachverfolgen und unterbrechen zu können. Das heißt, Sie können anordnen, was Sie ja schon getan haben, wir brauchen die Kontaktdaten. Das sieht Sie aber dann später, Sie können sich die Kontaktdaten auch jederzeit schicken lassen. Auch so. Tja. Finanzamt freut sich natürlich. Gästeliste hier, aha, was hast du da Umsatz gemacht? Und der nächste Punkt, Reisebeschränkungen. Und dann gefällt mir die Anordnung der Schutzmaßnahmen, muss ihrerseits verhältnismäßig sein. Aber wer bestimmt, was verhältnismäßig ist? Das ist die große Frage. Ich zeige euch dazu noch ein paar andere Kleinigkeiten, die in dem Gesetz drinstehen. Hier zum Beispiel, da man einfach in gewisse Sätze das Wort schwerwiegend durch das Wort bedrohlich ersetzen, weil es doch viel besser klingt. Das muss man sich mal vorstellen. Es geht sogar noch weiter, dass sogar in Zukunft Zahnärzte und Tierärzte können herangezogen werden, um zum Beispiel im Labor zu arbeiten, um dort Tests auszuwerten. Das muss man sich mal vorstellen. Das heißt, unsere Vierbeiner haben halt dann keine Ärzte mehr. Oder unsere Zähne, tja, werden nur lustig. Was haben wir denn noch alles Schönes? Das funktioniert nicht so, wie ich es mir vorstelle. Was habe ich denn hier noch Schönes? Ich weiß nicht, was in dem Absatz 2 drinsteht. Er wird auf alle Fälle folgendermaßen geändert. In Nummer 1 werden die Wörter zum Melde- und Benachrichtigungspflichtigen Tatbeständnis. Das heißt, wenn du quasi irgendwas Falsches angibst, wenn du beim Wirt sitzt, oder wenn der Wirt irgendwie die Daten verschmeißt oder weitergibt, dann ist es jetzt ein Tatbestand, ein Straftatbestand. Keine Ordnungswidrigkeit mehr, ein Tatbestand. Ja, vielleicht habe ich ja irgendeinen Rechtsanwalt unter meine Zuschauer, der uns diesen Satz mal näher erklären könnte. Wäre sehr nett. So, dann. Wann sollen die Schutzmaßnahmen greifen? Die Schutzmaßnahmen sollen unter Berücksichtigung der jeweiligen Infektionsgeschehen regional, also entweder auf Landkreise, Städte etc., wenn dort was ist, so wie Mailandkreis, wir haben immer nur fast die höchsten mit über 300 Inzidenz und ab 50 können diesen Gesetzen greifen und ab 35 können sie in leichterer Form greifen. Und darunter, also steht hier von über 35 und unterhalb des Schwellenwerts von 35 gibt es nur einfache Schutzmaßnahmen. Das heißt, selbst wenn du unter die 35 kommst, bleiben trotzdem noch Maßnahmen bestehen, die ein Herr Spahn natürlich uns anordnet. Super. Bei einer bundesweiten Überschreitung des Schwellenwerts von über 50, ich glaube, da haben wir gerade, sind bundesweit einheitliche schwerwiegende Maßnahmen anzustreben. Schwerwiegende Maßnahmen. Es ist in alle Sachen drin, ihr seht es zum Beispiel hier, wird überall schwerwiegend durch bedrohlich ersetzt, damit es einfach besser klingt. Und wie gesagt, was dann das Schlimme daran ist, wenn der Bundestag beschließt, wir haben jetzt Epidemie, dann kann die Regierung alleine feststellen und der Bundesrat muss dem nicht mal mehr zustimmen. Das heißt, da kann ja nicht Bayern sagen, wir machen es anders oder Nordrhein-Westfalen, wir machen es anders. Nein, nein. Wenn die da oben sagen, so ist es, dann ist es so. Ganz egal, wie du das machst. Ja, wir gehen gleich weiter auf die nächste Seite. Auch hier wieder, die Bundesregierung wird ermächtigt, ohne Zustimmung des Bundesrates festzulegen. Das muss man sich mal vorstellen. Und jetzt kommt auch ein schöner Satz. Personen verpflichtet sind gegenüber den Beförderern. Also ihr wollt mit dem Bus fahren, ihr wollt mit Dingen, oder ihr kommt in der Polizeikontrolle, dann müsst ihr eine Impfdokumentation hinsichtlich des Absatz 1, 8 Satz 1 genannten Krankheit vorlegen, das ist also Corona. Also ich brauche ein Impfdokument, so nimmt euch der gar nicht mit, oder ein ärztliches Zeugnis oder Testergebnis hinsichtlich des Nichtvorliegens. Also ihr müsst quasi frisch getestet sein. Wie lange gilt so ein Test? In der Regel 48 Stunden. Muss jetzt eigentlich jeder, der mit dem Bus fährt, könnte dem passieren, dass er alle zwei Tage zum Testen gehen muss. Das muss man sich mal vorstellen. Oder er muss sich halt impfen lassen. Also das ist für mich tatsächlich, ich hätte es nicht geglaubt, die Impfpflicht durch die Hintertür. Und ich muss sogar Auskunft darüber geben, also jedem Polizisten, jeder Behörde, die daherkommen, wenn ich einen Schnupfen habe. Ist für mich schon nicht mehr nachzuvollziehen.
Das Gleiche ist dann, wenn du ins Ausland möchtest oder jemand aus dem Ausland rein möchte, dann muss der quasi auch den Test über sich ergehen lassen oder Impfzeugnis haben. Und jetzt kommt's, Passagierlisten und Sitzpläne auf Nachfragen der zuständigen Behörde übermitteln. Das heißt, die wissen dann ganz genau, wer ist wo mit dem Bus gefahren, wer ist wo mit dem Zug gefahren. Das muss man sich mal vorstellen. Wir haben vor ein paar Jahren die DSGVO eingeführt, hört man jetzt komischerweise gar nichts mehr von dem ganzen Thema. Also es ist schon... So, und jetzt kommt es, Personen, die eben kein Zeugnis oder Testergebnis vorlegen können, sind verpflichtet, eine ärztliche Untersuchung eben gegen Covid oder gegen die in Absatz 1 genannten Krankheit zu dulden. Das heißt, ihr müsst euch dann abstreichen lassen, ob ihr das wollt oder nicht. Das ist ein Eingriff ins Grundgesetz und zwar ein ganz massiver. Außerdem steckt leider grenzüberschreitender Verkehr natürlich wieder drin, die kann auch getestet werden. Und wenn ihr dort an der Grenze seid, müsst ihr euch halt testen lassen, wenn ihr umfahrt. So wie wir es schon gehabt haben im Urlaub. Und das wird jetzt alles Gesetz. Und es steht dann ganz lapidar da, durch die Absätze 4 bis 7 und 10 wird das Grundrecht der körperlichen Unversehrtheit laut Grundgesetz eingeschränkt. Also es ist unglaublich, was hier drin passiert. Und der nächste Punkt, eine Reise im Sinne des Satzes 3 vermeidbar, wenn zum Zeitpunkt der Abreise keine zwingenden unabschiebbare Gründe für die Reise vorliegen. Also ihr wollt eine Liebsten besuchen, ihr wollt eure Verwandtschaft besuchen, ist ja kein zwingender Grund, ihr dürft es nicht mehr raus. Ihr wollt ins Ausland fahren, kannst du dann sowieso vergessen, ist kein zwingender Grund, Urlaub. Also ihr merkt, das ist ganz schön heftig. Der Artikel hat das auch relativ gut beschrieben, eben dass eben diese epidemische Lage von nationaler Tragweite, das muss nur durch den Bundestag festgestellt werden. Der Bundestag stellt die epidemische Lage fest und hebt sie wieder auf, heißt es lapidar im Gesetz. Sprich, wenn der die 1. Mai aufhebt, dann haben wir bis Mai die ganzen Sachen. Und noch viel mehr, weil die können ja hier nur neu machen. Was sonstiges gibt, also die sagen das genauso, ein Verfassungsrechtler hat ihm dann auch gleich mal gesagt, eigentlich ist der Entwurf schon im Stadium verfassungswidrig. Und der Meinung bin ich definitiv auch. Es fehlt die ganze Bestimmtheit an dem ganzen Satz, es sind eben diese starren Gesetze drin mit den 50 oder 35 Neuinfektionen. Und zum Fazit kommen wir zu folgendes, insgesamt ist dies gerade die größte Prüfung, welche die parlamentarische Ordnung seit 1949 erlebt. Welten sterben nicht mit einem Knall, sondern mit einem Winzel, wusste schon der Schriftsteller T.S. Eliot. Wenn dieser Entwurf gesetzt wird, gibt sich die Institution Bundestag selbst auf, sie schaufelt sich ihr eigenes Grab. Und jetzt, liebe Leute, kann ich mir langsam sehr gut vorstellen, wie es die Leute im Jahr 1933 ging, als diese ganzen Ermächtigungsgesetze beschlossen wurden. Das ist nichts anderes mehr. Und es wird uns als Schutz für die Bevölkerung verkauft. Naja, in diesem Sinne, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Like freuen. Ansonsten bis zum nächsten Video. Abonnieren nicht vergessen. Euer Stefan von Outer Kinga. Servus.